zieh dir was an. Es ist schon fast Nachmittag. Judy, vergiss nicht, seit heute 8 Uhr bin ich im Urlaub. Im Geiste sitze ich auf einer wunderschönen Tropeninsel und du bist die eingeborene Herbergsmutter. Hat deine Unterwäsche vielleicht auch Urlaub? Leider hat die Airline meinen Koffer verschlammt. Nein, ich habe ihn irgendwo gesehen. Du solltest es dir gar nicht erst bequem machen. Leg die Wäsche zusammen. Ich tue mich zwar schwer mit deinem eingeborenen Dialekt, aber ja, eine Massage nach dem Essen wäre recht. Oh, seht nur, Lauren hat sich klonen lassen. Seht euch das an. Wir gehen Schulklamotten kaufen und sie kauft sich genau das gleiche Zeug wie ich. Nur weil ich zu dir aufschaue. Du bist mein Vorbild. Nein, du tust es, weil du mich nerven willst. Und es funktioniert. Mom, siehst du? Halt die Klappe! In den Ferien ist auch das Kindergeschrei schön. Kommt nachher wieder, dann könnt ihr mir die Haare flechten. Ja, so ging das den ganzen Heimweg. Wir haben übrigens einen furchtbaren Unfall gesehen. War aber nicht ganz so furchtbar wie das, was ich hier sehe. Tust du da? Es heißt Haken. Langeweile? Ja. Okay, wir hätten da einige sehr dreckige Fenster, eine Hecke zum Trimmen, 4 Körbe Dreckwäsche. Gut, und wann, sagtest du, wird das Essen fertig sein? Nebenan zieht irgend so ein Kerl ein. Geh hin und stell dich vor. Neue Leute, ich weiß nicht. Du wirst ihn sowieso kennenlernen, wenn er merkt, wo du dein Motoröl hinkippst. Das hilft mir nicht. Ja, hast recht, Blätter sind langweilig. Es gibt noch Kanonenschläge im Schrank. Gut, ist recht. Hallo? Hallo? Hallo Nachbar, ist jemand da? Was? Hi, können Sie mal kommen? Wir wollen guten Tag sagen. Klar, komm gleich. Was muss das für ein Loser sein, dass der um die Zeit da ist? Hallo. Hi, wir wollten Sie mal eben willkommen heißen. Ich bin Judy Miller. Hi. Und das hier ist... Bill Miller. Tag, ich bin Kyle Polsky. Ah, sieh mal, Kyle trägt eine Capsmütze. Ich wette, er steht auf Baseball. Und du stehst auch auf Baseball. Sag's ihm. Ich stehe auf Baseball. Nun, Polsky, so wie Polsky Bier? Ja, ist ein Familienunternehmen. Mein Großvater war Adolphus Polsky. Wow, ehrlich? Sie sind ein Polsky Bier, Polsky? Und gehört Ihnen die Firma? Nein, das regeln meine Brüder, aber ich habe da auch wichtige Aufgaben. Ehrlich? Was denn? Zu Hause bleiben, damit die Aktionäre keinen Ärger machen. Dann arbeiten Sie gar nicht? Ach was, und ich krieg noch mein ganzes Bier für lau. Cool. Auch ich liebe Bier und hasse die Arbeit, ja. Naja, komm doch mal rüber. Ich baue gerade einen Mini-Baseballplatz. Nein, im Ernst? Ich liebe Bier. Kann ich gehen, Judy? Bitte, bitte. Gut, aber du bist zu Hause, bevor die Laternen angehen. Ich bin noch kein Kind, Judy. Hey, warte! Bill, dein Schnürsenkel ist offen. Ich mach ihn nachher zu. Das ist doch wohl nicht wahr. Guten Morgen. Geh dich umziehen, es kotzt mich an, dass du mich nachmachst. Ich mache dich gar nicht nach, denn als Gürtel trage ich einen Wollschal. Ja, das ist doch schön blöd. Eigentlich ist das zurzeit in. Guck in die letzte Vogue. Vogue? Was? Die tragen da auch durchsichtiges Zeug und in den Studios ist es wohl sehr kalt. Oh, ihr beiden habt echt keinen blassen Schimmer von Mode. Oh, Tina, cooles Outfit. Hast einen tollen Wollgürtel.
Sowas tragen auch die Supermodels auf dem Catwalk in Mailand. Da fällt mir was ein, Brian. Ich will meine Vogue wieder haben. Oder doch nicht? Ja, den Look kriege ich auch hin. Ich habe auch so einen Wollschal. Du hattest so einen Wollschal. Hi! Bye! Hey, hey, hey! Warum so eilig? Oh, ich habe mit Kyle gespielt und unseren Ball gerade auf den Baum gehauen. Ich hole ihn mit dem Football wieder runter. Halt, halt! Wo sind deine Schuhe? In den Ästen. Bei meiner Brieftasche und den Schlüsseln. Bill, warte! Ich freue mich wirklich für dich, dass du einen neuen Freund hast. Aber könntest du vielleicht auch mal kurz mit mir reden? Aber ich... Okay. Gut, was hast du noch drüben bei Kyle gespielt, außer Mini-Baseball? Oh, sein Haus ist echt der Hammer. Er hat eine große Bar im Innenhof mit riesigen Fernsehern an der Wand und dann steht da noch ein Billardtisch im Wohnzimmer. Klingt gut. Das würde dir nicht gefallen. Okay, alles klar, ich bin nicht eingeladen. Ah, tut mir echt leid, Junge. Aber hey, guck hier, die neue Modezeitschrift ist da. Oh, Kate Hudson. Und die Puffärmel kommt zurück. Oh, oh, das ist er. Mein Vögelchen schiebt mich gerade an. Hast du den Football gefunden? Over. Walkie-Talkies. Kyles Ideen, nur für Notfälle. Ja. Hab den Football vor mir liegen. Over. Super. Hast du deine Frau wegen Las Vegas gefragt? Over. Wie mit Las Vegas? Ups, over and out. Kyle hat gefragt, ob ich mit ihm nach Las Vegas fliege. Er hätte da eine kleine Suite im Bellagio. Aber ich sagte schon, du lässt mich bestimmt nicht. Das ist nicht fair. Jetzt denkt er, ich bin die Spaßbremse oder so. Dann kann ich also. Sind doch nur 2 Wochen. Was? Nein! Du kannst nicht, okay, aber das liegt nicht an mir. Du musst am Montag wieder arbeiten. Ich hasse Arbeit. Wieso habe ich mich für Schönheit statt für Reichtum entschieden? Wieso habe ich keins von beiden? Anzeigetafel ist da. Over. Oh, die Anzeigetafel. Was denn für eine Anzeigetafel? Was zur Hölle? Oh, das ist der Wahnsinn, oder? Die Original-Anzeigetafel aus dem Polski-Stadion. Sie war im Lager eines Warenhauses an der Brauerei. Er hat nicht vor, die ganze Brauerei hierher zu holen, oder? Oh Gott. Julie hat eine tolle Idee. Ende. Halt. Ich will nicht kleinlich sein. Der Typ kann sich meinetwegen so ein Ding in den Garten stellen. Aber muss es so groß sein, dass man da Bungee-Jumping machen kann? Man kann es nicht. Das war nur ein Witz. Hast recht, sie ist schon ziemlich groß. Ja, kannst du ihn bitten, sie wieder abzubauen? Ich würde es selbst machen, wenn er mich nicht für eine Spaßbremse halten würde. Nein, nein, dafür hält er dich nicht. Ich sag's ihm. Aber sowas verkauft sich schon leichter, wenn man zusammen einen schlürft am Swimmingpool des Bellagio. Na gut, dann sage ich's ihm gleich. Spaßbremse. Na, Bill, wie ist es? Over. Aber hallo, verdammt groß. Over. Wow, von hier aus ist es wirklich gigantisch. Over. Oh ja, da sollten wir mal drüber reden. Over. Stimmt das nicht, Bill? Over. Ist dir jetzt mal Ende? Over. Kyle, Julie und ich haben geredet und... Bill und ich meinen, du solltest dort eine kleinere Anzeigetafel aufstellen. Ist ja komisch. Bill und ich sind doch so auf die Anzeigetafel abgefahren. Ja, aber wenn man hier steht und sie sich so ansieht, dann ist sie doch schon ziemlich überwältigend, nicht wahr, Bill? Das ist ja gerade das Coole dabei. Ja, das ist ja gerade das Coole dabei. Hör mal, das da ist Baseball, Apple Pie, Amerika. Du liebst Amerika doch auch, Judy. Na klar liebt sie Amerika und ich liebe jeden Kuchen. Dann ist ja alles gut. Ich hab nichts gesagt, war mehr Judys Ding. Hey, ich hab mir einen neuen Satz Bälle geholt. Komm, die hauen wir uns um die Ohren. Darf ich, Judy? Okay, bis nachher. Toll, wie du das geregelt hast, Bill. Zu einer guten Ehe gehören 2. Na, noch sauer auf mich? Ja. Wärst du vielleicht nicht ganz so sauer auf mich, wenn ich das Geschirr abgewaschen und danach weggeräumt hätte? Nein. Na, wie gut, dass ich's nicht getan habe. Du hast mich heute vor Kyle erniedrigt. Das war das Letzte, wirklich. Ich war nur nett und freundlich. Du wolltest doch, dass ich nett zu ihm bin, oder? Jawohl, nett. Ich habe nicht gesagt, du sollst dich in ihn verlieben. Kein Quatsch. Wir sind doch nicht verliebt.
Wieso hat er was gesagt? Wahnsinn, du hast dich in einen Mann verknallt. Nein, Kyle und ich mögen gute Freunde sein, aber ich würde nicht sagen, dass ich mich in ihn verknallt hätte. Was ist das? Was? Oh, die hat Kylie für uns drucken lassen und ich habe die uns dann auf die T-Shirts gebügelt. Du hast für Kylie sogar gebügelt? Für mich hast du dein Leben lang noch nichts gebügelt. Wärst du vielleicht nicht ganz so sauer, wenn ich morgen alle unsere Sachen bügeln würde? Ja. Verdammt. Okay, du hast recht. Es tut mir leid. Es hat mich da echt aus der Kurve getragen. Aber du bist mir immer noch wichtiger als irgendjemand sonst auf der Welt. Das war wirklich mal nett. Aber Bill, wenn sowas nochmal passiert, dann eier nicht rum und sei gleich auf meiner Seite. Mache ich, na klar. Ich schäme mich ein bisschen vor mir selbst. Tja, und wenn du in Stimmung bist, dann könnte ich mit dem Bügeln doch schon mal anfangen. Nein, nein, ich bin müde. Vielleicht lieber morgen früh. Ach, na endlich. Ich dachte, die Sonne geht gar nicht mehr auf. Stopp, das ist nicht die Sonne. Das Licht kommt vom Nachbargrundstück. Ich hab's ja geahnt, diese blöde Anzeigetafel. Willkommen zum ersten Flutlichtspiel, Ladies and Gentlemen, hier im neuen Polski-Stadion. Ich glaub's nicht, Bill, der lässt hier Flutlichtspiele steigen. Das ist Wahnsinn. Wie sollen wir denn je wieder schlafen? Du hast recht, ich liebe diesen Menschen, aber das geht zu weit. Ich muss morgen früh bügeln. Ich geh rüber und sag ihm, er soll das Scheißding wieder ausmachen. Das ist mein Mann. Oh, was ist das denn? Greifen die Außerirdischen an? Ich wusste es, ich wusste, sie würden kommen und ihr habt mich ausgelacht. Hey, er kommt gleich raus, er sucht nur noch sein Inhaliergerät. Es ist keine fliegende Untertasse, es ist nur das Licht aus Mr. Polskis Garten. Aber wie sollen wir denn da schlafen? Er wird das Licht gleich ausmachen, Tina. Euer Vater ist schon drüben und sagt Bescheid. Und da kommt auch schon der nächste Bettler. Heute ganz in Braun, Bill Miller. Hey, Tante Linda. Hey, was ist los? Ach, ich brauche einen Modetipp, das ist alles. Du fragst mich um Rat? Oh Gott, nein. Wo ist Tina? Schätze, die ist gerade raus zur Schule. Holst du dir deine Modetipps neuerdings von Tina? Ja, ich meine, sag, was du willst, aber sie hat ein gutes Gefühl für Stil. Ich habe angefangen, sie nachzumachen und seitdem machen alle meine Freunde mich nach. Das macht mich so einzigartig. Lauren, komm schon. Nein, hör nur auf dich selbst. Du hast auch ein wunderbares Stilempfinden und das hast du von mir. Ich habe immer das angezogen, was ich wollte und mich nie um das geschert, was andere sagen. Sieht man. Was meinst du damit? Ach, nichts ist. Sieht nur so aus, als wenn du Omas Bettüberwurf trägst. Ja, ja, dieses Muster. Ich wusste es. Er hat mich angelogen, der Verkäufer. Die Schwulen hassen mich. Gut, ich fahr mal zu Tinas Schule und guck, was sie anhat. Nein, schon gut, ich fahr dich. Dann halte ich kurz vorm Laden, gehe rein und falte die Tunte zusammen. Oh, hey, hey, nein, ich dachte, ich schlafe hier unten. Es war spät und ich wollte dich nicht stören. Ach, Unsinn. Das Einzige, was mich stört, ist, dass wir beide noch verheiratet sind. Ich sagte, geh hin und sorg dafür, dass er das Licht ausmacht. Und stattdessen spielst du mit ihm bis 2 Uhr früh? Judy, es tut mir leid, ich konnte... Hör zu, Bill, ich bin nicht sauer und ich will es gar nicht hören. Ich habe nur eingesehen, dass ich gegen diese Art der Männerliebe nicht viel ausrichten kann. Sowas solltest du nicht sagen. Du hast durchaus noch Chancen, aber du solltest dich vielleicht etwas mehr anstrengen. Das könnte schon reichen. Ich meine, wir hatten doch für heute Morgen was vor. Du erinnerst dich vielleicht? Ja, Bill. Es geht los. Vielleicht später. Du hast die Rutschen aufgebaut. Ich hab dich gerade auf dem Walkie angepiept. Ich wollte es dir erzählen. Ach ja, schätze, ich hab vergessen, es anzustellen. Bill, es hätte auch ein Notfall sein können. Okay, ich werde 2 Leuchtgewehre organisieren. Cool. Oh, fast vergessen. Das hier ist deine Einladung für die VIP-Brauereitour morgen Abend. Wir stellen ein neues Bier vor.
Eine Tour durch die Brauerei und ich kriege das goldene Ticket. Aber ich kann da leider nicht hingehen. Judy ist immer noch sauer wegen letzter Nacht und sie denkt schon, dass ich dich mehr mag als sie. Was? Was denkt die sich da bloß? Wir haben doch nichts miteinander. Du kommst nur rüber und spielst mit meinen Sachen. Ja, klar, es war mein Fehler. Ich bin ihr mit der Anzeigetafel da in den Rücken gefallen. Ich sollte dich fragen, ob du sie nicht abbauen kannst. Ah, die steht da ohnehin nicht mehr lange. Was? Heute früh kam so ein Typ von der Stadt und hat gesagt, ich soll sie da wegnehmen. Soll angeblich blenden, ist wegen der Flugzeuge, kann nicht mehr landen. Wow. Also, was soll's. Morgen kommen zwei Kerle und bauen sie ab. Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich sagen können, ich hab dich gezwungen. Hey, das geht doch noch. Komm morgen mit Judy rüber und verlang von mir, dass ich das Ding abbaue. Dann sag ich, keine Chance, Kumpel. Und du sagst, der Dame gefällt es nicht und schon gar nicht ihrem Mann. Und wer ist dieser Mann? Du bist das. Oh, cool. Bist du sicher, dass du das heute in der Schule anziehen willst? Klar. Sicher? Sowas von sicher. Okay. Ich bin gespannt, was meine Freunde dazu sagen. Bis dann. Ach ja, genau. Ihr habt ja heute den dumme Blusen- und Nudelhaare-Tag in der Schule. Du wirst sicher einige Lacher ernten. Da bin ich nicht allein. Ich verlange hiermit, dass du deine Anzeigetafel abbaust. Keine Chance, Kumpel. Was fällt dir ein? Ich bin nicht dein Kumpel. Was ist das denn? Weg mit dem hässlichen Scheißding, denn der Dame gefällt das nicht und schon gar nicht ihrem Mann. Und du bist der Mann? Ja, ich bin der Mann. Was ist denn hier los? Oh, Judy, tut mir leid, dass du dir das anhören musst, aber ich sage Kyle gerade, was er mit seiner bescheuerten Anzeigetafel machen soll. Und was geschieht, wenn ich's nicht tue? Dann nimmst du mich gewaltig in den Schwitzkasten, hä? Ja. Gut, dann sage ich jetzt dir mal was, Miller. Diese Anzeigetafel bleibt, wo sie ist. Du kannst rumschreien, bis du blau anläufst. Sie bleibt genau da stehen. Mir ist egal, was deine Frau will. Es geht nicht um das, was sie will. Wir beide wollen es. Wir sind ein Team. Bill? Ach, schon gut, er ist gleich soweit. Und es ist mir auch egal, ob du mein Freund bleiben willst, mein Junge. Denn eins kannst du mir glauben, ich spiele viel lieber mit den Sachen meiner Frau als mit deinen Sachen. Und würdest du ihre Sachen kennen, dann könntest du dir vielleicht denken, was ich meine. Die Tafel ist weg. So gut wie weg. Ganz recht, Judy. Nein, sie ist weg. Ich hab es dir ja gesagt, Polski. Bill, lass den Quatsch. Es ist offensichtlich, was hier gerade vorgeht. Tut mir leid, Kumpel. Der Kerl sagte, sie kämen zwischen 9 und 1. Wer rechnet da mit 9? Ihr inszeniert einen Streit zu meiner Belustigung, oder was? Soll das ein Witz sein? Wieso? War es denn witzig? Ihr seid widerlich. Mist. Mann, mit der hast du beide Hände voll zu tun. Gut, dass sie nicht meine Frau ist. Hey, es ist nicht Judys Fehler. Ich habe nur gesagt, dass sie sehr anstrengend ist. Nein, nein, ich bin sehr anstrengend. Sie ist eine Heilige. Eine sehr scharfe Heilige. Bill, auf wessen Seite stehst du? Hey, Kyle, du und ich, wir sind Freunde. Und ich freue mich sehr, dass du nebenan eingezogen bist. Ehrlich, aber ich will nicht, dass du so über meine Frau redest. Denn sie ist für mich das Allerwichtigste auf der Welt. Okay, ist klar. Bin gerade zu weit gegangen. Es tut mir sehr leid. Aber gehst du trotzdem mit mir auf die Brauereitour? Weißt du was? Also ich denke, ich verbringe mal wieder einen Abend zu Hause mit meiner Frau. Und die Kids? Nein, nur mit Frau. Hast totales Glück, dass da jemand ist, mit dem es dir so geht. Naja, ich hoffe, dass ich auch mal so erwachsen werde, um so eine Beziehung führen zu können. Hui! Ich bin also eine scharfe Heilige. Du hast es gehört? Jedes Wort. Danke. Das war sehr schön. Ganz besonders, als du sagtest, du willst Zeit mit mir verbringen. Ohne die Kinder. Und das war die Wahrheit. Danke. Jetzt, nach unserem ersten großen Streit, geht es mir richtig schlecht. Red keinen Quatsch, wir streiten uns doch dauernd. Ich meinte mich und Kyle. Bill, bist du da? Bill!
jemand? Ja, ja, ich bin hier und meine Absichten sind friedlich. Ich werde in 10 Minuten da sein, also mach dich bereit. 10 Minuten? Oh, okay, ich sag meinen Eltern auf Wiedersehen und hol mein Inhaliergerät.